Ja, da sind... Ups. Hallo Freunde der gepflegten Feuerunterhaltung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Und zwar zocken wir heute einen Dungeon Crawler und der nennt sich... Crawling of the Dead. Habt ihr es auch gehört? Also am besten ganz schnell zur Steam-Seite, bevor noch was Schlimmes passiert. So, da sind wir auch schon auf der Steam-Seite, Crawling of the Dead. Und ja, es ist ein Titel, der in der Early Access sich befindet. Version 0.14 ist heute erschienen und ist also noch ganz am Anfang. Aber die Grundfunktionen sind alle gegeben, also es funktioniert ganz gut. Und alles andere muss man jetzt mit dem Entwicklungsstatus natürlich mal abwarten, wie sich das entwickelt. Ja, realistisches Schwertkampf-Gameplay, sage ich mal. Und ja, also man muss wirklich gut blocken und so weiter und schlagen. Das funktioniert auch ganz gut. Natürlich, da kommt wieder der Blade & Sorcery-Vergleich. Die Waffen gehen natürlich durch. Also das ist jetzt nicht so, dass die kurz vorher irgendwie stoppen oder so, wenn man Schwert an Schwert hält. Aber trotzdem schon gut gemacht und... Ein echt schwerer Titel, muss ich sagen. Also ich habe mal jetzt eine halbe Stunde, 40 Minuten gespielt und man kommt dann immer weiter in den Dungeons runter und natürlich wird es dann auch schwieriger und ja, man ist dann auch ganz schnell tot, wenn man nicht aufpasst. Wir können uns mal ganz kurz hier den Trailer mal anschauen. Also die Gegnertypen ändern sich auch. Es fängt an mit Goblins und ja, so wie wir den hier sehen. Oder wie auf dem Thumbnail der, da ist ein ganz komischer, da müsst ihr aufpassen. Ja, man findet immer ja, Gegenstände, um Sachen zu craften, also neue Schwerter zu schmieden und so weiter. Also eine Schmiede gibt es da auch. Und ja, man muss diese Blaupausen finden, diese Blueprints, um Schwerter und so weiter zu craften. Also in meinem Test, das was ich jetzt nicht aufgenommen habe, da hat auch der Goblin mal das Schwert irgendwie verloren. Ich glaube, ich habe ihm das irgendwie aus der Hand geschlagen. Und dann duckt er sich auch so ganz komisch. Und ja, dann kann man ihn ganz schnell finishen, sag ich mal. So, stoppen wir mal kurz. Also Licht- und Schattenspiel, muss ich sagen, funktioniert auch echt gut. Also man hat so eine Fackel in der Hand. Und manche Bereiche sind echt tiefschwarz. Und ja, da muss man dann halt mit der Fackel gucken, was da so ist. Ist auf jeden Fall auch ein bisschen spooky ab und zu. Ja, Berichte oder Reviews sind durchweg positiv. Und so wie ich jetzt so gespielt habe, muss ich sagen, kann ich bestätigen. Aber ich werde ja jetzt gleich wirklich nochmal spielen. Also das, was ihr jetzt seht, habe ich wirklich noch nicht gespielt. Ich habe nur mal getestet, wie das so sich anfühlt und wie die Mechaniken sind, um dann nochmal eine vernünftige Aufnahme zu machen. Ja, alle Brillen werden hier unterstützt, also Daumen hoch, das hat nicht jeder Entwicklerfirma, sage ich mal. Und das muss man ja leider auch schon loben, wenn da wirklich alle VR-Headsets unterstützt werden. Ja, Preis 20,99 €. Ihr könnt es so sehen, dass ihr, ja, wie eine Kickstarter-Kampagne, also ihr unterstützt den Entwickler. Natürlich, die sitzen da echt sehr, sehr lange Zeit dran, um das zu entwickeln, so ganz kleine Indie-Entwickler. Und ja, die brauchen natürlich auch eine Finanzierung und ja, mit diesem Preis unterstützt ihr das Ganze natürlich dann auch und helft dem Entwickler dadurch. Ja, im Stehen, das macht am meisten Sinn bei dem Spiel hier. So, momentan gibt es aber noch kein Free Locomotion, das wird noch nachgereicht. Wir haben Teleport. Und wir haben Snap Turn. Also das sind die Funktionen, die momentan da sind. Free Locomotion wird aber als nächstes ins Spiel eingebunden. Das hat der Entwickler mir versichert. Ja, diese Dungeons sehen auch immer anders aus. Die werden wie bei Indes halt immer neu generiert. Da haben wir gerade die Schmiede ein bisschen gesehen. Ja. Das war es eigentlich mal im Großen und Ganzen. Das andere kommt natürlich jetzt in den Gameplay. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt in die gefährlichen Dungeons rein und ich wünsche euch viel Spaß. So Leute, willkommen bei Crawling of the Dead. Hier sind wir im Menü und hier haben wir ein paar Einstellungsmöglichkeiten.
Können wir uns mal kurz anschauen. Also man kann wirklich beliebig auswählen, auf welchem Controller oder Stick man sich jetzt bewegen möchte und auf welchem man hier Snap-Turn haben möchte und so weiter. Jetzt bin ich gegen die Wand gehauen. Hauen wir jetzt mal hier rein. Hier Snap, Rotate. Also für Links- und Rechtshänder, die können sich das dann beliebig auswählen, wie sie möchten. Also ich bewege immer mit dem linken Stick meinen Charakter. Am liebsten natürlich in Free Locomotion, aber das wird natürlich noch nachgereicht. Also da brauchen wir keine Angst zu haben. Also das hat der Entwickler wirklich auf dem Schirm. Und der Entwickler ist wirklich nur eine Person, also das sollte man auch jetzt hier einfließen lassen, definitiv in dieses Gameplay. So, und auf dem rechten Controller habe ich einfach Snap-Turn. Das braucht man, also wenn man nicht viel Platz hat, braucht man das echt dringend und ich habe hier nicht so viel Platz, von daher lassen wir es mal so. Ja, Hurt-Screen-Effekt, also wenn man getroffen wird von den Gegnern und ja, ist irgendwie... Hier haben wir ja unsere Anzeige und die ist dann, ich weiß nicht, wann das anfing. Oder ob das immer langsamer anfing, können wir aber nachher mal kontrollieren. Dann hat man diesen Bluteffekt auf dem Screen. Und ich würde sagen, wir lassen das mal an. Das macht das Ganze so ein bisschen realistischer. Hier können wir uns aussuchen, ob der Gegner diesen Lebensbalken haben soll oder nicht. Also ich lasse es auch erstmal an. Kann man natürlich dann nach einer Zeit mal ausschalten, wie man das auch sich wünscht. So. Kommen wir mal in den ersten Raum. Hier haben wir unsere Speicherslots, Save Games und ja, sind auch eine Menge da. Von daher, wenn man ja mit mehreren Leuten im Haushalt ist, ist es natürlich praktisch. Dann kann sich jeder halt einen Rucksack nehmen und spielen. Ja, schnappen wir uns mal den ersten, ziehen ihn an und los geht's. Sieht echt cool aus und hat echt diesen Mittelalter-Look, Gothic 2-Look, finde ich. Also echt cool. Gehen wir erstmal hier rein. Hier finden wir ja immer so Nachrichten und dann wird uns eine kleine Geschichte erzählt. Thomas was first to find this cozy bed. Even though Bran kicked him out of it pretty soon, Thomas looked well rested and so does Bran. I must try it later too. So, jetzt können wir auch mal hier, kann ich euch mal das Inventar quasi zeigen. Also so sieht's aktuell aus und ja, im Laufe des Entwicklungsstatus wird das natürlich immer noch abgeändert wahrscheinlich. Es soll auch irgendwann mal hier ein Gürtel ja, da sein, wo man Schwerter und sowas anstecken kann. Also da müssen wir erstmal noch ein bisschen abwarten, was da kommt. Ist natürlich klar, dass sich im Laufe der Zeit so ein Spiel natürlich verändert, wenn es eine ganz frühe Version ist. We found an empty house. It doesn't seem abandoned though. But we have to take shelter here. The winter out there is cruel. Only four of us got here. Me, Bran, Henry and young Thomas. The rest, they're all dead. Wir sind der Herbert. Also jetzt seht ihr wahrscheinlich schon, dass es ziemlich dunkel ist. Also da gibt es manchmal echt Ecken, da kriegt man echt Angst. Aber das ist jetzt wirklich nur hier so ein bisschen Tutorial und die Anfänge sind auch nicht so schwierig, aber es wird erst nachher schwieriger. To Henry's delight, this house has a fully functional forge downstairs. He used to be a blacksmith in his early days and a skillful one. Well, according to him. But we all believe him. Hopefully he still remembers some bits of his craft. So, haben wir hier eine Kiste. Können wir die aufmachen? Ja, da sind... Whoops. Also ich habe mich gebückt und der Charakter hat gefurzt. Auch lustig. Ja, hier haben wir gerade Stahl gefunden. Stil. Und das brauchen wir dringend, um nachher hier wirklich was craften zu können. Wir finden diese Blueprints und da kann man dann Schwerter hier schmieden. Also aktuell können wir hier erstmal nichts machen. So, genau, da ist unser erstes Schwert. Hier ist die Waffenkammer, sage ich mal. This room looks like an armory. We have no idea who lives here, but they have a nice collection of swords and shields. Hope they don't mind if we try them out. Tod dem Feind! We can also use this room to store our spare equipment in the future.
There seems to be some sort of gym beside the armory. It might come in handy. Young Thomas especially still needs some more practice. Well, if Bran will let him use it. Once Bran knows we've got a gym here, he probably won't do anything else. Cannot train yet. Ah, okay. Hier können wir nachher, wenn wir irgendwelche Erfahrungspunkte gesammelt haben, können wir hier hin und wahrscheinlich uns irgendwie upgraden. Müssen wir mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Soweit war ich auch noch nicht. Boah, Leute, in diesem Look kann ich mir echt hier ein Gothic-Teil in VR vorstellen. Aber das ist erstmal Crawling of the Dead. Thomas found an odd gate downstairs leading to the cellars. He told us that he heard a weird sound from down there. He looked startled. Bran had a good laugh, but Henry and I are more cautious. We should find out what's going on in there. Ah, cool. We will definitely take our sharpest blades along. Okay, Flur 1. Dann packen wir uns mal hier unsere Fackel, weil die brauchen wir definitiv. Und dann mal runter. So, man kann natürlich sich auch mal so ein bisschen umgucken, ob hier irgendwas liegt, was wir mitnehmen können. Da ist er schon. Da ist schon einer. Es ist natürlich sehr langsam, wie der angreift. Das ändert sich aber nachher. Also kann ich euch beruhigen. Der macht aber keinen Schaden. Also die Fackel macht keinen Schaden. Natürlich auch cool, wenn man die so ein bisschen damit beeinflussen könnte. Na komm. 9 Punkte nur abgezogen. Na komm. Komm, du hässliche Kreatur. Ging es aber schnell am Ende. Die Physik ist ganz witzig gemacht. So, schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden, was wir gebrauchen können. Ah, guck mal hier, Stahl. Also ich finde, Licht und Schatten funktioniert hier echt schon sehr gut. Gefällt mir. Da ist der nächste. Ah, volle Schlag gegen die Seite. Na komm. Können wir ja von unten so? Hier kriegen wir immer diese Erfahrungspunkte, denke ich mal, sind das. 28 haben wir jetzt. Und ich vermute mal, dass wir dafür auch dann trainieren können in dieser Kammer. Aber meine Fackel. Okay, wir haben keine Fackel mehr. Ist natürlich blöd. Ohne Fackel wird es schwierig. Der hat die Hand aber so, dass er die Fackel hätte, okay? Also versuch mal, die mal wegzupacken. Ne, geht nicht, okay? Vielleicht haben wir einen kleinen Bug gefunden. Okay, werden wir mit. Werden wir auch mit fertig. Ich hatte die auch kaputt gemacht, weil ich die zum Abwehren genommen habe. Ist er schon. Ich werde sowieso ein bisschen schneiden wahrscheinlich das Video, weil es sonst zu lang wird.
Vielleicht gehe ich dann gleich nochmal zurück ins Hauptquartier. Kann man einfach so zurück? Nee, ne? Also man muss sich dann schon wahrscheinlich töten lassen. Ja, wie gesagt, Early Access und da sind natürlich noch ein paar Bugs drin. Oh, da kommt noch einer. Kommen die jetzt zu zweit? Oh, und der hatte einiges am Start. Du bleibst liegen. Bring. Ich dachte gerade, das wäre einer. Seltsam. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich lang gegangen bin. Also man kann sich hier ganz schnell verlaufen. Ja, von hier komme ich auch her. Ist natürlich super. Ich gucke nochmal, ob ich hier irgendwie nochmal an meinen Rucksack komme. An meine Fackel. Aber nein. Okay, da ist eine Tür, aber... You need iron key to open this door. Okay. Den iron key können wir uns wahrscheinlich irgendwo holen. Wir müssen wahrscheinlich jetzt wirklich da ins Dunkle. Hier liegt auch nichts mehr, ne? Ne. Okay. Können wir auch nicht nehmen. Oh, das ist eine größere Halle jetzt hier. Da ist doch schon einer. Na du! Ja, komm. Du triffst mich nicht nochmal. En garde. Weg mit dir. So, hat uns nicht so stark verletzt. Lass nochmal Eisen. Wie viel Eisen haben wir denn jetzt überhaupt? Oh, 24. Da lässt sich bestimmt das ein oder andere Schwert von machen. Oh, da ist noch Saphir oder was war das? Ja. Saphir. Weiß ich nicht, für was man die braucht, aber das wird wahrscheinlich dann in den Blueprints drinstehen, den man so findet. Da ist er. Da ist er. Ah, wer hat mich schon gesehen? Scheiße. Oh, der hat ein Schild. Ah, wir können das Schild auch beschädigen. Wird in Grau da angezeigt. Spür die Klinge der Macht. Boah, der haut aber rein hier. Der haut aber rein. Komm, komm. So, und jetzt haben wir diesen Bluteffekt. Also wir haben nur noch 26. Healing. Wie benutzen wir das? Ich pack das Schwert mal weg. Nein! Ah, man muss es kaputt machen. Ja, macht Sinn.
Ich hätte jetzt eher gedacht, dass man das trinken muss. Okay, packen wir uns mal wieder unser Schwert. So, da ich jetzt keinen Weg mehr gefunden habe, man kann hier wirklich go home. Dann ist man wirklich wieder hier am Anfangsbildschirm. Und hier haben wir jetzt eine Möglichkeit, im Bett zu schlafen und zu regenerieren. Yesterday we went down into the cellars. We should have been more cautious. We didn't know. We were reckless. The cellars are filled with goblins. We managed to get back, but Thomas got injured. We put him in bed and he slept a whole night. Fortunately, he looks much better now. Thomas wurde verletzt von den Goblins und dann hat er hier geschlafen und dann war wieder alles gut. Das kennt man ja auch von den alten Rollenspielen. So, und jetzt haben wir wieder 100. Und wir haben auch unser, ja, wir haben unser Schwert wieder und wir haben unsere Fackel wieder. Also war das ein kleiner Bug. Eigentlich darf die wahrscheinlich gar nicht weggehen. Ja, wir haben immer noch keinen Blueprint gefunden. Das heißt, wir müssen noch mal ein bisschen warten, bis wir was schmieden können. Na. Ah, ich bin ein bisschen in die Mauer reingebackt, dann ging es nicht. Blueprint. Ja, dann gehen wir auch jetzt direkt zurück und dann zeige ich euch das Schweißen. Ach, das Schweißen. Das Schmieden mal. So, hier kann man go home. Today Henry dusted off his old blacksmith skills and told us that he'll teach us how to make a brand new sword. I, again, will be the one making notes. Thomas is too young and neglectful to make any. And we all suspect that Bran can't write. Put the blueprint on the workbench and add all the necessary resources to make the raw basis of a new sword. Ah, da. Klappt ja ganz gut. That wasn't so hard. Even Bran managed. Da haben wir einen Rohling. Put the raw steel into the forge to make it hot and malleable. Wait until the steel is glowing red. Well, this step needs nothing but patience, which, as usual, didn't play nice with Thomas. Musik ist stimmig hier jetzt gerade. Wahrscheinlich einen Hammer gleich haben. Legen wir noch mal weg. Quickly put the glowing hot steel on the anvil. Find any hammer and hammer the steel flat into the desired shape. Note to self. Battle hammer used by Bran is not suitable for the task. Unser erstes Schwert. Wir nennen es Goblin-Vernichter. Jetzt müssen wir es wahrscheinlich noch schärfen. Ja, da ist doch schon was. The last step is to take the blunt sword and make it sharp. Sharpen the blade evenly along its entire length on the spinning grindstone. This step requires some patience and precision. It was fascinating to watch how skillfully Henry transformed a blunt piece of steel Spitze into the deadly weapon. Na cool, wenn man jetzt noch einen Namen vergeben könnte. Ork-Schlechter oder Goblin-Schlechter. Ja, sieht das schon gut aus. Zwei Schaden mehr macht das. Okay, die kriegen auch eine Erfahrungsstufe. Okay. Da bin ich mal gespannt, wie sich das dann auswirkt. Da ist doch schon einer. Ja, du wirst jetzt das neue Schwert spüren. Komm. Ich kann jetzt gerade nicht nirgendwo hin.
Also ein Index-Controller natürlich cool. Wollen wir unbedingt festhalten. Boah, jetzt hat er mich aber erwischt hier. Na komm, du hässliche Kreatur. Mann! Sehen wir gerade so kleine Grafikfehler. Ich weiß nicht, ob die in der Aufnahme auch zu sehen sind. Man merkt, wie es schon schwieriger wird. Fackel noch, da ist gut. Da hinten ist irgendwas. Wird uns angezeigt. Old Shield. Okay. Ist natürlich cool. Dann können wir uns noch ein Schild machen. Ja, mit der Fackel ist schon angenehmer. Was braucht man auch hier? So, mal schauen, ob es jetzt gleich ohne Probleme weitergeht. Oh, der hat aber ein schönes Schwert. Der versteckt sich schön an seinem Schutzschild hier. Ja, und wenn du jetzt kein Schild mehr hast... Iron Key, okay, haben wir wieder ein. Da ist nichts. Oder gibt es hier so versteckte Steine, die man drücken kann, um ein Tor zu öffnen? Da ist da schon einer. Direkt hinter denen. Ah, Mist. Weiß ich nur noch. Komm. Selbst schuld, ist er gestolpert, ne? Tollpatsch. Der Tollpatsch, da ist Eisen noch. Was war das denn hier noch? Kurz mal wegpacken. Vial of Essence. Probieren wir erstmal aus, was das ist. Warte, ich drehe mich mal kurz. Boah, ich habe hier schon Kabel ein bisschen gedreht. Okay, war nur diese Erfahrungspunkte wahrscheinlich. Okay, ja, geht's weiter. Da ging es auch noch lang. Da geht es in die große Halle, ne? Ja. Das ist noch eine Kiste. So, Heilung, bitte Heilung. War Heilung, oder? Das war, glaube ich, Heilung. Nein, Essenz, okay. Wo ist es denn jetzt hin? Durchgebackt. Liegt wahrscheinlich da irgendwo. Schade. Okay, wie gesagt, mit so kleinen Fehlern müssen wir halt rechnen. Ist auch vollkommen okay.
Also diese Blutsicht ist schon ein bisschen komisch. Da ist doch der Nächste. Ach, du willst auf der Treppe, okay. Da hab ich dich getroffen, ne? Komm. Einen Schritt noch zu mir, dann bist du down. Ich aber auch. Also wer erste trifft, der hat gewonnen. Haben wir es geschafft. So, und eigentlich müssten wir jetzt mal nach Hause. We really need to be more careful. Goblins are not the only monsters down there. Yesterday we were ambushed by a group of skeletons. Yes, skeletons. Haven't seen them for decades. Thomas freaked out when he saw them for the first time, and we had a hard time to get back unharmed. We need to be more careful. Okay, jetzt kommen noch Skelette. Wir werden jetzt erstmal nochmal schlafen. Jetzt gucken wir mal. Okay, wir heilen komplett, das ist gut. Das ist sehr gut. Und jetzt schauen wir mal, was wir mit der einen Blaupause machen können. Siebenundneunzig haben wir, okay. Also dauert gar nicht mehr so lange. Noch was rum. Zwei Stück. Einen. Oh, ich scheitert das jetzt an einem Bauteil. Old Shield. Ja, müssen wir warten, ne? Dann schauen wir uns mal die Skelette an. Was die so drauf haben. Jetzt müssen wir aufpassen. Ne? Jetzt wird es schwieriger. Jetzt wäre das Schild nicht schlecht. Oh. Die umrunden einen auch noch. Greifen die beide gleichzeitig an, das ist ja übel. So. Komm. Bitte. Ha. Sehr geil. Okay. Jetzt geht's wieder los.
It's hammer time. Richtig Power aufbringen, sonst geht es nicht weiter. Wenn man nur so macht, geht der Fortschritt nur ganz schwach. Das ist natürlich sehr gut. Fackel. So, jetzt bin ich gespannt, ob wir eine bessere Chance haben. Hat die mich erschrocken, die Mistleiter. Aber das wäre cool, wenn man die jetzt einfach wegpacken könnte kurz. Geht aber nicht, man muss erst hier, zack, Fackel. Aber kommt ja noch ein Inventarsystem, also müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Oh, Skelett. Na du. Schwieriger. Komm. Oh. Boah. Hart. Aber das Spiel verspricht ja auch, ihr werdet sehr, sehr oft sterben, von daher. Es wäre natürlich cool, wenn man direkt wieder voll aufgeladen nach hier kommt und nicht erst das Bett benutzen muss. Also ich finde, für diese frühe Version funktioniert das echt super. Das Ganze hier. Wo sind wir denn jetzt? Okay, dann gehen wir mal hier runter. Nein. Fackel. Okay, hier ist nichts. Gehen wir wieder zurück. Jetzt auch einen Helm.
Also auf den Kopf schlagen nützt nicht mehr viel. Ich will auch einen Helm. Ja, jetzt guck, wie du klarkommst. Ein bisschen Bewegung wäre nicht schlecht, wenn man hier so... Stirbt er endlich jetzt. 20 nur noch. Komm. The Iron Key. Und ich bin wieder... Ich habe kaum noch irgendwie Energie, ey. Fast kaputt. Okay, ne, von hier aus... Ne, von hier aus sind wir nicht gekommen, oder? Saphir. Ja, blöd ist hier, wie gesagt, mit dem Schild und der Fackel. Die Fackel braucht man ja hier echt, wie ihr seht. Das muss flüssiger laufen. Also ich muss schnell wechseln können von Fackel zu Schild. Araun, Idol. Araun. Kommt jetzt nicht noch eins. Was geht ab, Skeletor? Das kann nicht sein. Die sind heftig. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's erstmal. Bleibt aber dran, jetzt geht's ins kleine Fazit. Also sehen wir uns gleich. Okay, Leute, das war das Gameplay von Crawling of the Dead. Und ja, kommen wir mal zum kleinen Fazit. Alles, was ich jetzt sage, betrifft aber nur die Version 0.14. Also das ist die ich jetzt getestet habe. Und falls ihr das Video später seht und das gibt, da gibt es schon, weiß ich nicht, 0.5. Also das ist wirklich nur 0.14. Also das sollte man schon beachten. Ich werde aber immer im Laufe der Zeit weiterhin, wenn neue Versionen kommen, die tolle Inhalte bieten, werde ich da ein neues Video zu machen oder ein Livestream. Also im Livestream kann ich mir das ganz gut vorstellen, das Spiel hier. Macht mit Sicherheit auch Spaß. Ja, fangen wir mal an. Also vom Grafikstil gefällt mir es vollkommen in Ordnung. Ist jetzt keine bombastische Grafik, aber Leute, wer entwickelt das ganz alleine, Entwickler? Ist nur ein Mann und ja, also dafür ist es vollkommen in Ordnung. Texturen sehen natürlich ab und zu manche verwaschen aus, aber ansonsten reicht es für so einen Dungeon Crawler meiner Meinung nach. Aber so Texturen und so weiter können ja auch im Laufe der Zeit alle ausgetauscht, verbessert werden. Von daher in Ordnung. Lichtschattenspiel fand ich echt cool, wenn man diese Fackel in der Hand hat und dann so ein bisschen rumleuchtet, dann werfen Gegenstände, Gegner und so weiter, die werfen dann Schatten und das ist auch echt cool und ja, bietet eine coole, ja, ein cooles Feeling, finde ich. Also ist schon ab und zu creepy, wenn man da so in die dunklen Gänge reingeht und man sieht nicht viel. Ja, Soundeffekte. Gut, vom Schwertkampf und so weiter könnten mit Sicherheit noch verbessert werden, wenn Metall auf Metall haut und so weiter. Aber von der Musik her, die jetzt schon mal so eingespielt wird in der Schmiede und so weiter, dieses ja, Mittelalter-Feeling fand ich
hat das gebracht. Also das ist echt, echt cool. In den Dungeons selber fand ich, da fehlte mir so ein bisschen Musikuntermalung ab und zu, als ich da so ein bisschen rumgeirrt bin und irgendwie einen Weg gesucht habe. Weil man kann sich echt gut darin verlaufen, weil echt oft alles sehr identisch aussieht. Ja, da fehlte mir so ein bisschen Musikuntermalung. Das war dann ab und zu so ein bisschen, kam Langeweile auf, sage ich mal so. Also sowas mit Musikuntermalung ist dann natürlich was anderes. Ja, was kann man sonst noch sagen? Kampfsystem funktioniert echt super, macht Spaß. Also man kann nicht wild rumfuchteln und dann hoffen, dass der Gegner schnell stirbt, sondern man muss wirklich ablocken und gucken, wie sieht der Angriff jetzt von dem Gegner aus und dann muss man Konter setzen. Also das klappt echt gut, macht auch Spaß. Dazu fehlt mir dann aber auch das Inventarsystem, was aber noch mit Sicherheit kommt. Also, dass ich irgendwie einen Gürtel habe, wo Schwerter und so weiter verstaut werden können. Zum Beispiel auf dem Rücken sollte das Schild sitzen, dass ich das schnell ziehen kann und ja, die Fackel dann irgendwo anders verstaut wird. Und das war ein bisschen fummelig, als ich von Fackel auf Schild wechseln wollte. Muss man den Rucksack auspacken, muss da die Fackel wegtun und dann hat der Gegner schon zwei, dreimal zugeschlagen. Also das ist ein bisschen fummelig, macht so keinen Spaß und ja, das muss flüssiger laufen, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, das kommt alles noch. Also da bin ich auch überzeugt von, dass der Entwickler da was Besseres baut und da sammeln die auch gerade Ideen auf dem Discord-Server. Den werde ich auf jeden Fall auch mal verlinken hier unten in der Beschreibung. Und ja, eventuell könnt ihr dann auch mit bei der Entwicklung teilnehmen und eure Vorschläge da in den Discord einfließen lassen. Weil wenn das noch gut flüssig läuft, dieses Inventarsystem, dann kann man mal schneller wechseln und so weiter, dann ist man ein bisschen besser geschützt. Ansonsten war dieser Rucksack eigentlich ganz cool. Also wenn man eine ruhige Phase hatte, packt man den aus, man hat ein Inventar, man hatte alles drin. Also soweit echt gut, war übersichtlich gestaltet, man sah überall, was man gerade gesammelt hat, was man für Waffen hat. Die Waffen haben alle ja bestimmte Stärken und die haben auch eine Erfahrung sogar. Also ich weiß nicht, das habe ich jetzt noch, natürlich noch nicht geschafft, da mal komplett den Balken voll zu kriegen von so einem Schwert, was dann passiert. Aber wie gesagt, also ich finde, für diese Version macht es einen richtig guten Eindruck. Die wichtigsten Funktionen funktionieren und ja, also auch das Crafting-System war ganz cool gemacht. Tschüss, Lighthouse. das Crafting-System war ganz gut gemacht. Natürlich war ein bisschen unglücklich, dass der Schild-Schmiedevorgang gleich mit dem Schwertschmiedevorgang ist. War natürlich, aber das sind nur so kleine Kleinigkeiten, die sich mit Laufe der Zeit auch mit Sicherheit noch ändern. Aber falls ihr das hier echt gut fandet, dann unterstützt den Entwickler doch und kauft euch das Spiel. Denn ja, wie gesagt, er steckt da mit Sicherheit eine Menge Arbeit rein, Zeit und so weiter und natürlich auch Geld. Und ja, das ist natürlich super, wenn man den unterstützen kann. Und das kann man machen, wenn man das Spiel kauft und 20,99 € da investiert. Aber ihr könnt natürlich jetzt auch Keys gewinnen. Also wer bis hierhin durchgehalten hat, der ja, kann Keys gewinnen. Und ich habe 3 Stück vom Entwickler bekommen für dieses geile Spiel. Und ja, ihr schreibt mir einfach nur unter das Video hier unten, wie heißt der Entwickler von diesem Spiel? Und schreibt dazu noch, dass ihr den Key gewinnen möchtet. Wenn ihr diese 2 Sachen dann habt, ja, dann seid ihr mit in der Verlosung. Und ja, je nachdem, wie viele Leute da teilnehmen, werde ich das auch wieder wirklich händisch auslosen. Und ansonsten kommt dann halt wieder irgendein Comment-Picker da rein, wenn es jetzt zu viele werden. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Und wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und ja, Abo definitiv nicht vergessen. Also würde ich mich echt darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Dann seht ihr weiter solche Gameplays von neueren Spielen. Ja, und dann, wenn ihr abonniert habt, vergesst die Glocke nicht, dann werdet ihr auch immer informiert, wenn es einen Livestream, so einen spontanen Livestream gibt, den ich ab und zu mal mache. Manchmal plane ich auch ein paar Tage voraus, aber manchmal habe ich einfach Bock und fange dann einfach an. Und ja, dann werdet ihr immer informiert, wenn es so einen Livestream gibt. Ja, und alles zur Auslosung. Ich würde sagen, dass ich die Auslosung oder Verlosung Mittwoch mache. Mittwoch so um 17 Uhr wäre dann Einsendeschluss. Genaues Datum schreibe ich aber nochmal unten in die Beschreibung, dann habt ihr alles und ja, dann wünsche ich euch natürlich viel Glück. Ja,
Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.